Was sind eigentlich Isotope? Und was hat Radioaktivität mit dem Ötzi und den Dinosauriern zu tun? Das und mehr erfährst du in diesem Video. Sorry, kleine Korrektur. Leider hat sich herausgestellt, dass das alles ein bisschen viel für ein Video ist. Deswegen wird dieses Thema ein Zweiteiler und der Ötzi und der Dino kommen erst im zweiten Teil wieder vor. Wenn es bei dir in Physik gerade um das Thema Radioaktivität geht, ist dir sicher schon mal das Wort Isotop begegnet. Isotope haben nämlich etwas mit Atomen, genau genommen mit Atomkernen zu tun. Deswegen schauen wir uns zunächst einmal den Aufbau eines Atoms an. Außen befindet sich die Atomhülle. Darin bewegen sich die Elektronen. Die Elektronen sind elektrisch negativ geladen. Deswegen bekommen die in der Grafik jetzt mal jeweils so ein kleines Minuszeichen. Dieses komische Ketchup-Mayonnaise-farbene Gebilde in der Mitte ist der Atomkern. Der besteht aus Protonen und Neutronen. Die Protonen, das sind die Kügelchen, die hier so Ketchup-rot dargestellt sind, sind elektrisch positiv geladen. Deswegen bekommen die jetzt mal jeweils so ein kleines Plus. Und jetzt sehen wir auch, in einem elektrisch neutralen Atom gibt es immer genauso viele Elektronen wie Protonen, sodass Plus und Minus ausgeglichen sind. So, jetzt fehlt nur noch die Mayonnaise, die Neutronen. Die sind nicht geladen, also elektrisch neutral. Daher der Name. Dieses Atommodell ist jetzt allerdings nicht maßstabsgetreu gezeichnet. In Wirklichkeit sind die Größenverhältnisse im Atom ziemlich verrückt. Wenn der Atomkern auch nur die Größe einer Erbse hätte, würden die Elektronen auf ihren Bahnen einmal den gesamten Eiffelturm umrunden. Aber dieses Modell ist natürlich zum Erklären ziemlich unpraktisch. Deswegen kehren wir jetzt mal zurück zu unserem ursprünglichen Atommodell von gerade eben. So, ganz am Anfang hatten wir uns ja die Frage gestellt, was sind eigentlich Isotope? Und da das eine kernphysikalische Frage ist, konzentrieren wir uns jetzt auf den Atomkern. Die Atomhülle mit den Elektronen darin interessiert uns dabei nicht. Also, wer macht bitte einmal die Elektronen weg? Jo, danke schön. Und jetzt noch einen Zoom auf den Atomkern. Perfekt. Ein Klumpen aus roten und weißen Kugeln, Protonen und Neutronen. Ach, übrigens, das mit den Farben rot und weiß ist natürlich auch nur ein Modell zur Veranschaulichung. In Wirklichkeit ist ein Atomkern viel kleiner als die Wellenlänge des Lichtes. Und ohne Licht keine Farben. Aber jetzt fangen wir doch mal ganz vorne an und bauen uns ein paar einfache Atomkerne zusammen. Der einfachste Atomkern besteht aus einem Proton. Fertig. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Wenn wir jetzt zum Ladungsausgleich noch ein Elektron um das Proton kreisen lassen, haben wir ein Atom leichten Wasserstoff. Und weil dieses Atom so einfach zu konstruieren ist, ist es tatsächlich auch das am häufigsten vorkommende Atom im Universum. Mit Abstand sogar. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Der Atomkern des leichten Wasserstoffs besteht nur aus einem Proton. Ein Neutron brauchen wir erstmal nicht. Übrigens, das hier ist die Isotopenschreibweise für den leichten Wasserstoff. Sobald wir verstanden haben, was ein Isotop ist, schauen wir uns die Schreibweise nochmal genauer an. Wenn es leichten Wasserstoff gibt, gibt es doch bestimmt auch schweren Wasserstoff, oder? Aber klar gibt's den, er ist nur sehr selten. Beim schweren Wasserstoff, der auch Deuterium genannt wird, enthält der Atomkern zusätzlich zum Proton auch ein Neutron. Und da ein Neutron nochmal ungefähr so viel wiegt wie ein Proton, ist der Atomkern des schweren Wasserstoffs logischerweise doppelt so schwer wie der des leichten Wasserstoffs. Was im Vergleich zu anderen Elementen aber immer noch sehr leicht ist. Um ein elektrisch neutrales Atom zu erzeugen, brauchen wir auch hier wieder nur ein Elektron, genau wie beim leichten Wasserstoff. Denn durch das Neutron ist ja keine weitere elektrische Ladung hinzugekommen. Es gibt jedoch neben dem leichten und dem schweren Wasserstoff
auch noch den superschweren Wasserstoff, das Tritium. Dessen Atomkern enthält neben den Protonen nicht nur ein, sondern gleich zwei Neutronen und ist dementsprechend dreimal so schwer wie der leichte Wasserstoff. Wir haben also drei verschiedene Atomkerne für den Wasserstoff. Sie gehören alle zum selben chemischen Element, weil sie die gleiche Kernladung, also die gleiche Anzahl an Protonen haben, nämlich 1. Chemisch gesehen kann man sie also nicht voneinander unterscheiden. Nur in der Anzahl der Neutronen unterscheiden sie sich und damit in ihrer Masse. Und damit man das nicht jedes Mal wieder neu erklären muss, hat man das Wort Isotop eingeführt. Und damit kommen wir endlich auf unsere Ausgangsfrage zurück: Was sind eigentlich Isotope? Isotope sind Atomkerne mit der gleichen Anzahl an Protonen und gehören daher zum selben chemischen Element. Sie unterscheiden sich nur in der Anzahl der Neutronen und damit auch in ihrer Atommasse. Und diese drei Atomkerne sind die drei verschiedenen Isotope des Wasserstoffs. Jetzt gibt es allerdings noch einen wesentlichen Unterschied. Während der leichte Wasserstoff und das Deuterium stabil sind, voll stabil, Alter, ist das Tritium instabil. Zu viele Neutronen in einem Atomkern sind nämlich ungesund. Früher oder später wird es also zerfallen und dabei radioaktive Strahlung aussenden. Aber wozu sind Neutronen überhaupt gut? Bisher sieht es ja so aus, als würden die nur faul in der Gegend rumliegen, beziehungsweise im Atomkern. Um das herauszufinden, basteln wir einfach mal munter weiter Atomkerne zusammen. Bisher hatten unsere Atomkerne ja alle nur ein einziges Proton. Wie wär's denn, wenn wir einfach nochmal eins hinzufügen? Verzieh dich, ich hasse dich! Oha! Okay, das hätte man sich natürlich denken können. Die Protonen sind ja beide positiv geladen. Und gleichnamige Ladungen stoßen sich nun mal gegenseitig ab. So ein Atomkern, bestehend nur aus Protonen, funktioniert also schon mal nicht. Aber schau mal, was passiert, wenn wir ein Neutron hinzufügen? Ich mag dich und ich mag dich. Ihr seid beide meine Freunde. Ist das nicht rührend? Mit der unendlichen Macht der Liebe hält das Neutron die beiden Protonen zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich zusammen in einem Atomkern. Okay, genau genommen ist es nicht die Macht der Liebe, sondern die starke Kernkraft, mit der das Neutron die beiden Protonen zusammenhält. Die starke Kernkraft ist eine Kraft, die nur auf kurzen Distanzen wirkt. Dafür ist sie dort allerdings wesentlich stärker als die elektromagnetische Abstoßung. Wir können also festhalten: Neutronen sind nicht einfach nur sinnloses Beiwerk, sondern haben eine wichtige Aufgabe. Sie halten den Atomkern zusammen. Und da wir es jetzt endlich geschafft haben, zwei Protonen in ein Atomkern zu stecken, haben wir das nächste Element entdeckt: Helium. Juhu! Apropos entdeckt. Tatsächlich hat man das Element Helium erst 1868 durch Analysen des Lichtspektrums der Sonne entdeckt. Daher wurde es nach dem altgriechischen Wort Hohelios, die Sonne, benannt. So, jetzt steht hier schon wieder diese merkwürdige Isotopenschreibweise. Es wird Zeit, dass wir endlich das Geheimnis dahinter lüften. Zunächst einmal steht dort einfach nur das Elementsymbol, das ihr schon aus dem Periodensystem kennt. He steht für Helium. Unten links davon steht die Protonenzahl, auch Ordnungszahl genannt. Der Begriff Ordnungszahl kommt daher, weil die Zahl auch gleichzeitig angibt, an welcher Stelle im Periodensystem das Element eingeordnet wird. Weil Helium zwei Protonen hat, steht es an zweiter Stelle im Periodensystem. Die Ordnungszahl ist immer fest mit dem Element verknüpft. Stünde hier eine andere Zahl, hätten wir automatisch auch ein anderes Element. Bei Wasserstoff stünde hier zum Beispiel immer eine 1.
Die Anzahl der Protonen bestimmt also das Element. Und oben links steht die Massenzahl, auch Nukleonenzahl genannt. Nukleonen ist ein anderer Begriff für Kernbausteine, also Protonen und Neutronen. Weil wir in diesem Atomkern zwei Protonen und ein Neutron haben, haben wir also insgesamt drei Nukleonen mit drei elementaren Massen. Im Sprachgebrauch nennt man es deswegen auch Helium-3. Das häufigste Helium-Isotop ist allerdings Helium-4 und das sieht so aus. Zwei Protonen, zwei Neutronen. Helium-4 ist übrigens das Endprodukt der Kernfusion in der Sonne, deswegen kommt es dort so häufig vor. Außerdem entstehen Helium-4-Atomkerne beim radioaktiven Alpha-Zerfall. Alpha-Strahlung ist im Grunde nichts anderes als stark beschleunigte Helium-4-Atomkerne. Auch das Isotop Helium-5 gibt es, aber da haben wir wieder das gleiche Problem wie beim Tritium: zu viele Neutronen. Das macht es instabil. Damit man sich jetzt aber nicht für jedes Isotop einzeln merken muss, ob es stabil oder instabil ist, hat man sich eine Übersicht einfallen lassen, die sogenannte Nuklidkarte. Hier werden alle bekannten Isotope von jedem Element eingetragen. Damit man den gesuchten Atomkern auch wiederfindet, sind alle Nuklide nach Protonenzahl und Neutronenzahl geordnet. Wir fangen mal links unten an. Ein Atomkern mit 0 Protonen und 0 Neutronen existiert natürlich nicht, deswegen muss dieses Feld leer bleiben. In das Feld daneben tragen wir ein einzelnes Neutron ein. Auch wenn das eigentlich gar kein richtiger Atomkern ist, weil man ja keine Elektronen drumherum kreisen lassen kann, aber man trägt es einfach trotzdem ein. In der Zeile darüber, bei der Protonenzahl 1, tragen wir natürlich die Wasserstoffisotope ein. Und in der obersten Zeile, wer hätte es gedacht, die Heliumisotope. Jetzt tauschen wir mal die Atomkerne durch ihre entsprechende Isotopenschreibweise. Dann sehen wir einerseits nochmal, dass die Protonenzahl Z das Element bestimmt und dass die Nukleonzahl, wie hier beim Helium 5, die Summe aus Protonenzahl und Neutronenzahl ist. Jetzt färben wir die Karte noch ein, damit wir auf den ersten Blick erkennen, welche Isotope stabil und welche instabil sind. Das hier ist natürlich erst der Anfang der Nuklidkarte, denn in Wirklichkeit gibt es ja noch weitaus mehr Elemente als nur Wasserstoff und Helium. Die eigentliche Nuklidkarte ist viel größer und enthält alle Isotope aller bekannten Elemente. Und das ist sie, die vollständige Nuklidkarte. Schau dir mal genau die schwarze Linie der stabilen Isotope an. Dann fällt dir wahrscheinlich auf, dass sie leicht zur Seite weggeknickt ist. Das bedeutet, dass man gerade bei schweren Elementen mehr Neutronen als Protonen braucht, um ein stabiles Element zu erzeugen. Ist ja auch klar, bei so vielen Protonen auf einem Haufen und oberhalb einer Protonenzahl von 82 gibt es dann gar kein stabiles Element mehr. Die Farben bei den instabilen Elementen zeigen an, wie das entsprechende Element zerfällt, also zum Beispiel mit dem Alpha-Zerfall oder mit dem Beta-Plus- oder Beta-Minus-Zerfall. Aber wie sich diese Zerfälle voneinander unterscheiden, das ist eine längere Geschichte und deswegen Teil des nächsten Videos. Und auch der Ötzi und die Dinosaurier müssen leider noch warten, weil dieses Video sonst einfach zu lang geworden wäre. Und du kannst dich jetzt schon mal auf Teil 2 freuen. Ich versuche auch, den zweiten Teil möglichst schnell fertigzustellen, damit du nicht so lange warten musst. In der Zwischenzeit kannst du dir gerne eines der hier vorgeschlagenen anderen Videos angucken. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und viele neue Erkenntnisse.